stolze Zahlen für heute. Und ja, wie ich schon gesagt habe, eine TOS-freundliche Map, die wurde gewählt. Ohana. Ja. Ja, wie gesagt, es kommen einige spannende Replays einfach jetzt dann noch im Anschluss. Ja. Und wir können ein bisschen länger machen heute, sodass die meisten zumindest drankommen. Und eben, wie gesagt, meine neue BO stelle ich kurz vor. Ihr dürft mich dann zerreißen. Aber es ist, ich hab mir die Spiele auch soweit auch angeguckt, die Replays. Also es sind wirklich einige interessante Sachen dabei. Also wo man auch relativ viel sieht und die relativ spannend sind. Das Gala-Spiel habe ich euch letzte Woche zugeschustert. Achso, von Madafix? Ja, ja. der Cheese-Kommandeur. Ja. Und ich habe, und ich sag's gleich dazu, ich habe heute eins, die wird ein ähnlicher Rampenblock gemacht. Ja. Ja. Aber man sieht schön, wie man das Ganze eben abwehren kann. Okay. Weil das ein Toss macht, Gegenzirk. Und man sieht schön, wie kann man das abwehren, weil ja auch im Forum so eine Diskussion war. Mhm. Wie kann ich das abwehren? Und das werden wir heute ein bisschen drauf eingehen. Ja. Ja, das ist halt wieder so eine Sache, da wo ich mich frage halt, warum sind die neutralen Depots nicht auch in der Ladder? Ja, da hast du grundsätzlich natürlich recht, weil ich sag mal, wir können das nicht ändern. Und man muss halt damit umgehen lernen. Aber es gibt einige gute Taktiken, die man dagegen machen kann, die relativ einfach sind und die das Ganze relativ gut auskontern, sage ich mal. Ja. Gut, also dann haben wir unser entscheidendes Spiel, sage ich mal. Ja. Wohin der jetzt wieder zurückkommt oder die Knight der neue alte Champion wird, sage ich mal. Ja, im Prinzip ist eh die Knight nur deswegen Champion, weil DSX, glaube ich... Ja, ich glaube, konnte nicht. Also so habe ich zumindest im Kopf. Also als erster verdienter Champion. Ja. Wenn er denn jetzt die Reihe gewinnt, also wie gesagt, außer Mourinho schafft jetzt natürlich das Mega-Comeback. Ja. Naja, ich bin mal gespannt. Es gibt demnächst das Spiel ja, glaube ich, Borok gegen Sani. Ja, richtig, richtig. Aus dem Fight Club, ich glaube, das ist morgen. Ja. Und je nachdem, ob Borok Sani schlägt, also TVT mache ich keins, aber ich habe gesagt, wenn Sani gewinnt, dann spiele ich gegen Sani, vorausgesetzt in den Zirk. Richtig, ja. Und das wird dann sicher auch ein ganz interessantes Match, weil ich uns, glaube ich, auf relativ ähnlichem Niveau einschätze. Ne? Mhm. Ja, ich habe kurz gegen Sani mal Zirk gespielt, also wie es ausgegangen ist, brauche ich ja, glaube ich, nicht sagen mit meinem PVC, aber ja, da bin ich natürlich gespannt, wie TVC von euch aussieht. Ja, deinen TVC kenne ich ja aus der Leiter ein bisschen, aus deinem Stream. Ja. Ja, mein TVC ist einfach relativ stark. Also es ist, glaube ich, mein stärkstes Matchup. Mhm. Ich habe vielleicht im Mid-Late-Game so ein bisschen Probleme noch, aber ich bin eigentlich dagegen... Also ich tue mir leichter wie Late-Game gegen TOS, das versaue ich meistens. Ja. Ja, das ist bei mir gerade anders. Also bei mir, wenn es ein richtig üble Late-Game kommt gegen Terraner, da habe ich dann wieder richtig Probleme. Ja, aber nur wenn er Ghost spielt, oder? Und ja, klar. Und damit umgehen kann. Ja, bei mir ist es so, ich kann halt nicht umgehen mit Ghosts und spiele es auch nicht und schaue, dass ich es mit Positioning mache. Ja. Und da gibt es Spiele, da mache ich das sehr gut. Ich habe unter anderem Spectre jetzt letztes Mal geschlagen, weil ich seine Kolosse ziemlich gut erwischt habe im Fight. Mhm. Und es gibt Spiele, da mache ich das äußerst schlecht und meine Army wird gegrillt. Ja, das ist halt, da würde ich mich natürlich drüber freuen, wenn mein Gegenspieler keine Ghost benutzen würde, weil ich mache halt meinen Creator-Style immer mit schnellen 3-3-Upgrades und dann halt am Ende mit Mass Charger, die Immortal Archon und Storm, und das ist halt unangenehm natürlich für die Terraner, die keine Ghost. Gut, also von den Knights sehen wir übrigens wieder das fast selbe Opening im letzten Spiel. Das Gas kommt wieder später, das ist jetzt so wieder, das ist die Variante für Cloud Kingdom vom ersten Spiel. Und dass er die Hedge zuerst nimmt und dann das Gas für schnelles Speedfall offensichtlich. Und Mourinho spielt eben wieder sein Gateway Expand. Und die Openings sind wieder völlig identisch. Ja. Ganz kurz, es gibt eins meiner Replay hat mir Neo geschickt. Ein göttliches Spiel. Ja. Ich finde das fast noch besser als das von MadeFX, wobei das von MadeFX schon wirklich legendär war. Ja. Also der Spieltitel war Not trifft Elend und ich finde, es beschreibt das Ganze auch relativ gut.
was ist, was man hier jetzt noch ein bisschen beachten muss, und das weiß ich nicht, ob er es gesehen hat, es ist eine Drohne in der Basis. Ja, und es kommt noch dazu, Morimbi spielt vor Gate. Ich nehme alles zurück mit Gate Re-Expand, weil ich habe mich nämlich schon gewundert über die Anzahl der Chrono-Boosts auf Warp. Oh je, und er sieht es. Und er sieht es. Nein, er sieht es nicht. Er kann es halt jetzt wirklich nur an einen Chrono-Boost auf Warp Gate ablesen. Er sieht's nicht, er geht wieder raus, warum? jetzt bin ich natürlich gespannt, wie die Knight reagiert. Eins Bein ist halt definitiv zu wenig. Und ja gut, es kommt 8 links raus, das ist bald durch. Ja, aber was ich mich frage ist, sowas muss doch auffallen, ja, dass man nach 6 Minuten einen Stalker hat, keine Basis. Wobei ich jetzt denke, die Knight riecht das schon. Es kommen halt natürlich noch mehr Spines, ganz klar. Sobald halt Speed durch ist und noch mehr links kommen, ist es halt schon nahezu gehalten, muss man halt zugeben. Also vorgeht es ja nicht gerade üblich im PvC. Er sieht ja zumindest den Stalker und Warp-In-Pfeile. Ja. Ja, der Stalker wird halt sofort surrounded, das ist natürlich sehr nice gemacht. Und sofort halt direkt der nächste. Und das meine ich ja, mit vielen Speedlingen kann man halt wirklich ein Vorgeht relativ locker halten. Okay, er hat jetzt relativ gut getradet, es kommt ins Bein. Und jetzt muss er eigentlich nur noch pumpen. Und die Injects nicht vergessen, das macht er aber. Ja. Und ich denke mal, das wird die Knight halten können, wenn ihr wirklich die Spines und die Speedlinge hier mitarbeiten. Ja. Neo hatte recht, also er macht asynchrone Injects. Die Knight? Ja. Ja. Ja, keine Ahnung, Morimbi, er hat halt wieder 700 Mineralien, da ist natürlich die Frage, wie sieht die Saturation aus? Er ist eigentlich in Ordnung, aber jetzt kommt wieder Warp-In, aber ich denke mal, wenn die Warp-In schon ein bisschen konsequenter gekommen wären, hätte er vielleicht deutlich weniger Mineralien. Und die Speedlinge... Was ich mich frage, ist, warum der Henker geht ja raus und lässt sich abschlachten? Richtig, das war jetzt eine gigantische Fehlentscheidung, muss man halt sagen. Also da muss man ganz klar mit seinem Speedling bei seinen Spinecrawlern bleiben. Weil es ist doch alles gut, er hat zwei Basen, solange er da drin verteidigen kann, ist er immer vorn. Richtig. Außer Morimbi macht das, was er jetzt macht. Er nimmt sich selber eine Echse. Ja, was ist natürlich nice ist, von den Knight einfach dran vorbeizurennen und den Ward Impfeilen rauszunehmen, aber da muss er natürlich gucken, dass er nicht alle Links dabei verliert. Ja, und das wird er tun, und die Frage ist, ob er den kriegt überhaupt. Ja, okay. Ich denke mal, ja, natürlich den Kicker, und er verliert halt allerdings währenddessen. Also ich weiß nicht, ob das wert ist. Ja, bringt aber Morimbi in den Totalblock. Und einfach diese scheiß Overlords, die er da wirklich total bescheuert positioniert. Das ist schon eine der Problematiken, die wir angesprochen haben bei den Knight. Genau, und das ist einfach das, was man jetzt einfach sieht. Er ist da im Supply-Block, gerade jetzt, wo er wirklich auch ein bisschen unter Zugzwang ist, Units zu pumpen. Ja? Ja. Und sowas nervt einfach. Und rennt halt wieder mit vereinzelten Speedlingen raus und kämpft halt auch noch gegen Zeller. Das ist halt ein Riesenfehler. Ja. Stalker zu surrounden ist völlig in Ordnung. Ja, genau. Und jetzt geht der nächste Obi. Na, ich werde nicht mehr. Ja, das darf nicht sein, ganz klar. Wenn man schon weiß, dass so viele Stalker früh auf der Map sind. Und er ist wieder im Supply-Block. Ja. Ja, und jetzt muss man ganz ehrlich sagen, ist er hinten. Ja? Weil Morimbi hat seine Echse durchgekriegt. Hat mehr Worker. Hat mehr Worker, was ja kein Wunder ist. Ja. Weil quasi ja permanent Linger gepumpt werden müssen. Ja. Hat zumindest mal viel Gates. Ja, richtig. Und kann jetzt einfach eine Technik einschlagen, das er auch macht, eben mit Robo und Twilight Council. Richtig. Ist vollkommen richtig auch reagiert von Morimbi hier. Ja. Und auch dahinter zu Echsen war auch relativ smart, muss man sagen. Ja gut, jetzt die Stalker stehen schön in der Ecke, aber da kann er natürlich nicht vermeiden, dass die rausgenommen werden. Also die hätte er natürlich erst reinnehmen sollen und dann die Wall zuschließen sollen. Ja. Man verliert ja eigentlich relativ unnötig noch die ganzen Stalker von vorher. Wobei man natürlich jetzt sagen muss, auf eine gewisse Zeit jetzt ist Morimbi erstmal nach vorne in der Eco. Ja. Ja, vor allen Dingen, weil einfach der Tech jetzt schon da ist und hier noch technologische Steinzeit vorherrscht. Bei den Knight auf jeden Fall. Also es ist nicht nur die Eco alleine, sondern ja, wie du schon sagst, die Tech ganz klar.
Und da wird schon der nächste Overlord gekillt. Also was die gekillten Overlords angeht, rekordverdächtig, muss man halt schon sagen. Okay, der Ashop selber kommt über die Map. Da, was wir da großartig vorfinden? Roadstorm ist gerade gesetzt, noch keine Evos. Und ich bin gespannt, ob Morindi sein Versprechen einhält, das er vorher mir gegeben hat, dass DTs mal in einem Match kommen. Was ich schon wieder sehe, sind Overlords, die wieder irgendwo hinfliegen. Nur nicht da, wo sie eigentlich sein sollten. Tatsächlich. Also im nächsten Spiel, ja, was ich gegen die Night mache, ich werde mir das echt so merken und ich werde das beinhart bestrafen. Und zwar jedes Mal. falls ich gegen ihn mal spiele ich einfach blind Phönixe. Gut, bei Morindi kommt mal wieder das übliche Problem, er hat viel zu viele Mineralien, jetzt kommen Gates, ist natürlich viel zu spät. Ja, was mich ein bisschen stört, er hat eigentlich genügend Gates auf zwei Basen, ja. Anstatt wenn er da konsequent quasi ein bisschen Chrono boosten würde, ja, ja. Beziehungsweise einfach konsequent die Warp-Ins nutzen würde, ja. Dann hätte er nicht diese Obermins und hätte eine gescheite Army, weil das bringt dir halt nichts, wenn du halt 100 Gates addest. Ja, klar. Und dann nur eine Warp-In-Runde machen kannst und das halt zu wenig ist. Ja, ja, richtig. Aber ja, mit der Two-Base-Eco kann man sich halt definitiv Warp-Ins mit 6 Gates leisten. Das funktioniert halt. Und es kommt jetzt auch die dritte, das muss man dazu sagen. Und ja, er sieht, halt dass die dritte vom Zeug kommt. Ja, und die dritte von Torseite ist jetzt relativ früh. Ist keine gute Position soweit. Ja gut, es werden nur die vorderen Starter angegriffen, das ist in Ordnung. Ja, das Problem ist halt die Roaches. Ja genau, ja jetzt kommt er natürlich der erste Immortal, aber wo sind Sandfrees, frage ich mich halt. Ja, beziehungsweise Bersen. Aber das ist das, was wir angesprochen haben, wenn du die Warp-Ins nicht konsequent nutzt, dann hast du halt keine Army. Richtig. Ja, das war hier eben der Fall. Ja, jetzt ist, wenn man sich so anschaut, das hat jetzt hier Morindi nicht viel draußen im Moment. Und die Night Roaches rennen mal einfach fröhlich dran vorbei. Und an der kleinen Army. Ja, also die Basis vom Zerg ist jetzt fertig, die dritte vom Toss eben von Morindi wurde wieder abgebrochen. Ja. Und jetzt ist halt wieder der Zerg vorne. Das muss man einfach so sehen. Ja, definitiv. Die Warp Gates in Morindis Basis wurden immer noch nicht ausgeklappt. Also das vermisse ich immer ganz eindeutig. No. Weil da könnten halt auch schon viel, viel, viel mehr Units kommen. Die dritte kommt jetzt wieder, ist in Ordnung. Ja, und das Twilight Council wird halt nicht benutzt. Also es ist schon okay, das zu bauen, aber man sollte es auch nutzen. Ja. Wenn man es baut. Oder man braucht es nicht und baut halt nicht. Ja, und auch hier jetzt bei dem Angriff muss ich mir wieder fragen, wo sind Sentries? Und oder wenn man sich die dritte nimmt und schon so viel Geld hat, sollte man halt noch ein bisschen SimCity betreiben. Ein paar Gateways nehmen und dann eigentlich mit ein paar Forces, die Roads einfach aussperren. Also bisher scheint Morindi einfach auf Sentries verzichten zu wollen in dem Spiel. Ja, würde er da 10 Immortals haben, dann lasse ich mir das auch einreden, dass das sinnvoll wäre. Ja, aber richtig. Aber so ist es halt ein bisschen problematisch. Und halt auch immer noch, die Gates sind immer noch nicht ausgeklappt in seiner Main Base. Also ist klar, dass er nicht mehr Warp-Ins gerade kaufen können. Jetzt hat er es gemerkt. Ja. Und der Supply-Unterschied ist halt gerade schon verdammt eindeutig. Und halt auch wenn man sich die Overmins anschaut, ist klar, woher das kommt. Es ist auch vom Army-Value ziemlich eindeutig. Und ich gehe mal einfach davon aus, die Doppel-Evo läuft. Ja, da ist jetzt 1-1 fertig. Ja. 1-0 beim Toss, also den Upgrade-Vorteil, den er immer hatte, hat er jetzt auch verspielt. Und das ist halt jetzt, es geht dem Ende zu. So kann man schon fast sagen, ja. Die Pro-Produktion ist halt auch alles andere als konstant. Wenn man sich das so anschaut. Ja, jetzt kommt ein bisschen SimCity an der dritten, was ich so auch schön finde, weil es ist ein kleiner Platz frei, wo man noch gut vorspielen kann. Wenn die Army natürlich nicht im Weg wäre, okay, jetzt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich weiß ja nicht, ob das möglich ist, ich kenne mich ja mit Post wirklich so gar nicht aus. Ja. Aber warum, wenn man weiß, die Knight hat jetzt zum dritten Mal Roaches gespielt, wenn man weiß, dass Roaches kommen, die das spielt, warum hätte ich keine zweite Robo und hau einfach 5-6 Immortals daraus, die ich notfalls auch posten müsste? Kann man machen und eine zweite Robo steht auch bei Morindi, was ich auch eine sehr gute Entscheidung finde. Nur frage ich mich, warum nutzt es denn nicht? Okay, alles klar. Also, wie gesagt, es ist schon eine gute Entscheidung, wenn viele noch nicht gespielt werden.
aber genauso ist es natürlich auch verdammt effektiv, eine Robo zu haben und dann halt einfach mit Sentries, die Leute dementsprechend halt einfach zu trippeln oder zu halbieren. Ja. Aber wie gesagt,